Dazu sei noch gesagt, dass RMD in meinen Augen eine Bomben-Delivery hat. Egal was er sagt, es kommt so krass rüber. Er könnte wahrscheinlich über Einschlafen rappen und es kommt heftig rüber. This is Majestic. Schau, wie dieser Arsch im Battle fliegt. Ich bin seit Wochen gut, nur gut, wenn deine Money bei mir liegt. Und wenn sie mal nicht da ist, dann bist du halt meine Schlafpille. Weil kein Mensch auf dieser Welt noch langweiliger Parts bittet. Ich hätte diesen Namen Keck im Schlaf gefetzt. Hätte ich beim Schlafen einen Part gerappt. Mach mir ernst und lass mal diese Anglizismen. Ich zeig dem Bastard, dass ich ihn im Schlaf zerficke. Versucht er jetzt im Allenetz mich anzustecken. Denn seine runden Enden oft mit Tinnitussen, so wie Abschlussbälle. Wie wir jetzt schon alle wissen, braucht er jetzt Money. Doch er kackt schon in der VBT-Quali. Wieso der Typ in diesem Battle niemals so aufsteigt? Weil er die Reime aus seinem Genetikbuch rausschreibt. Der gönnt so wie ich und der denkt, dass er gewinnt. Dann kommt der zweite Beat und der Spaß ist echt gefickt. Aber eine Sache ist bei Anders schon ganz schön anders. Einer weiß, warum er so anders ist. Rap darüber, dass King Slayer keinen Plan hat, wie man Texte schreibt. Verpackt ist gekoppt mit deinem Flow-Fehler, das ist echt schon nice. Anders denkt, er hebt sich von der Masse ab. Doch hat blaue Haare, das ist ziemlich abgefuckt. Keine Frage, für mich ist die Bitch kein Gegner. Aber wenn ich ihn raushaue, bin ich deiner Ninja Slayer. In dem Battle bin ich ja ab jetzt ein Ninja Killer. Und du wegen King Slayer maximal ein Kinderficker. Mache nicht auf Überboss mit Kokain und viel Geld. Sogar der Schläger, den du hältst, ist dicker als ein Bizeps. Er sagt, er ist G, ich hab mich glaub ich verhört. Bevor ich hier verliere, Digga, kauf ich dein Merch. Ach ja, stimmt, du spast. Mann, du hilfst nicht ab. Weil du der Einzige in dem Turnier bist, der den Stimmbruch hat. Wie ist mich ein Bruder, bist du echt sick. Ist ja den Takt immer noch nicht. Ja, und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich will nicht immer wie die anderen sein, ne? Wir sind nicht auf Level und das könnte noch dauern. Du bist nicht wie Freddy, greifst mich höchstens im Trauma. Was bist du für ein armer Spast? Dein Haar sieht fast aus wie nach Gangbangs von Minions und Avatar. Du bist in der Sporthalle ja fast so breit wie ein Zahnstocher. Die KI schmeißt ihn durchs Café, als wär ein Barhocker. Was für Chromosomen sind wir hier im Bio-Unterricht? Es ist höchstens Bio hier, wenn CEO deine Mutter fickt. Aber was du willst, doch du hast keinen Rap-Support. Bevor das jetzt stimmt, ist Komo-Look ein echtes Wort. Wenn du am aber einer anderen nächtigst, hast du von deiner Mutter auf die Schwester gewechselt. Hör es lieber auf, denn dieser Billig-Scheiß taugt nichts. Kauf lieber ne Gasmaske, ich schick dich nach Auschwitz. Du bist weder King, noch bist du so ein krasser Gegner. Du bist maximal ein Assistent vor meinem Wasserträger.